Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire 2. Wir sind tippitoppi ausgestattet hier in dieser Folge. Ich habe, wie angekündigt, jetzt offscreen ein bisschen was an Geld zusammengefarmt, damit der gute Rand jetzt auch hier vom Besten des Besten profitieren kann. Und das heißt im Umkehrschluss, dass er jetzt auch mit diesem Bronze-Helmet ausgestattet ist. Hat ein bisschen was gekostet. Ich bin jetzt nochmal übernachten gewesen, aber wie beim letzten Mal schon erwähnt, es war deutlich easier als bei der ersten Geld-Farming-Session ganz am Anfang. Und eigentlich hätte das Geld beim letzten Mal auch gereicht. Ich habe nur scheinbar Rand mein ganzes Geld gegeben, bevor diese Kolosseums-Action da losging. Und ja, habe dann im Grunde genommen beim letzten Besuch hier im Wald umsonst viel Kohle zusammengekratzt, was ich ein bisschen unfair finde vom Spiel. Aber der Part ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht online, der vielleicht eine Aufschlüsselung auch in eine andere Richtung ermöglicht. Also ich weiß nicht, ob es dafür vielleicht eine andere Erklärung gibt oder ob ihr mir da Hinweise geben könnt oder geben konntet, die eine andere Ursache darlegen können. Aber ist auch wurscht. Also wir sind wieder im Soll. Ich werde auch zukünftig und vermutlich auch heute die nächsten Kämpfe wieder nutzen, um an Geld ranzukommen. Und wir werden in Windia vermutlich ankommen mit einem hoffentlich proppevollen Portemonnaie. Das ist der Plan. Ich meine, wirklich umgehen kannst du das ja auch gar nicht, ne? Sei denn, du flüchtest jetzt hier aus allen Kämpfen und lässt hier alles links liegen oder arbeitest nonstop mit Smoke. Aber ich würde sagen, das brauchen wir im Grunde genommen nicht. Wir sind immer noch nicht als Paul unterwegs, sondern immer noch als Baba. Deswegen wollte ich jetzt einmal hier in den Wald zurückkehren. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher wegen dem Weg. Ich bin jetzt mal so mutig und nehme hier Auto. Auch wenn zuletzt dieser vordere Dude, der Bugbear, relativ gefährlich gewesen ist, aber nicht, wenn Paul in Höchstform unterwegs ist oder seine maximale Aggro mitbringt, dann scheint das ja ein bisschen besser zu funktionieren. So, ich glaube, ich musste jetzt hier ein, zwei Male in diese Körbchen rein. Und dann, wenn ich ganz im Nordosten bin, dann konnte ich, glaube ich, zum echten Baba rüberlaufen. Denn wir haben, meine ich, immer noch seine Axt und die gilt es vermutlich ihm zurückzugeben. Ich hoffe, ich bin nicht komplett auf dem falschen Dampfer, aber das wird schon schief gehen. Die Gegner gefallen mir hier optisch am besten. Mag ich. Also mit Augengegnern verbinde ich viel Hassliebe in Retro-Spielen, weil die oftmals ätzend zu bekämpfen sind. Ich bin da vor allen Dingen durch Lufia 2 Rise of the Sinistrid so ein bisschen gebrandmarkt. Ich sag nur, schnelle Augen in der Ahnenhöhle, da kriege ich heute noch Albträume von. Aber so rein von der Optik her, vom Design, von der Faszination her, sage ich mal, mag ich das irgendwie, diese Viecher. So. Ja, wenn ich die in Let's Plays zu sehen bekomme, finde ich die super. Wenn ich selber mit denen konfrontiert werde, eher nicht so. Wobei die hier noch harmlos waren. Ich glaube, in Breath of Fire 1, ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, ob es da auch irgendein Augenvieh gab, was mir Kummer bereitet hat. Zumindest nichts, woran ich mich jetzt so direkt erinnere. Und das ist eigentlich schon ein Indikator dafür, dass da kein wirklich übler Gegner mit dabei war. Aber guck mal, das Schöne ist, wir sind inzwischen so stark, dass die Gegner hier alle One-Hit sind. Das heißt, wir nehmen unterwegs geschenktes Geld mit, ohne wirklich Schaden zu fressen. Das ist doch auch okay. Und ja, das tröstet so ein bisschen darüber hinweg, dass ich zuletzt ein bisschen was an Geld verloren habe. Ja, super. Auf dem letzten begehbaren Feld drückt er mir noch einen Kampf rein. Das war schon wieder klar. Warum tauchen die Baumaugengegner eigentlich nie zu zweit auf? Immer nur einzeln. Schon ein bisschen auffällig, ne? There is always someone better. I will never fight again. Was? Was? Das ist jetzt das Einzige, was du mir mitteilst? Wie werde ich denn jetzt den Baba-Namen wieder los? Das verstehe ich nicht. Vielleicht passiert das erst in Windia oder so. Vielleicht werde ich den an anderer Stelle nochmal antreffen. Okay, warte mal. Ich will jetzt, bevor ich wieder den Rückweg antrete, einmal kurz gucken. Weil da ist sie, Baba Symbol, Symbol with Name. Ja, kann ich nichts machen. Kann ich, glaube ich, auch nicht irgendwie anlegen, ausrüsten oder sonst was. Hier habe ich Gold. Gold ist nach wie vor ein Köder zum Angeln. Nö. Okay, dann war das komplett
komplett umsonst. Ich dachte, der würde das jetzt in irgendeiner Form kommentieren. Aber dann haben wir das wenigstens ausprobiert. Und ja, dann ist im Grunde genommen die Bühne jetzt auch frei für Windia, ne? Mir ist gerade eingefallen, und das fällt mir natürlich erst ein, wenn ich mich direkt schon wieder im Ausgangsbereich befinde, dass ich vielleicht mit den anderen Charakteren den nochmal hätte ansprechen sollen. Was aber eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ja der gute Paul, aka Ryu, der ist ja der Einzige, der die Axt tragen konnte und der die im Turnier auch zum Einsatz bringen konnte. Und um seinen Namen geht's auch. Das ist natürlich blöd, wenn das jetzt die Lösung ist. Aber da wir ja noch einen anderen Weg haben, bin ich jetzt erstmal eigentlich ganz entspannt. So, kann ich jetzt so mutig sein und hier Auto probieren? Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Also ich müsste jetzt sehr viel Pech haben, wenn ich jetzt hier ein Game Over Screen gleich vor die Nase gesetzt bekomme. Aber ich mache immer noch verhältnismäßig wenig Schaden. Ich dachte, ich wäre schon ein bisschen besser aufgestellt. Scheinbar ist dem nicht so. Ich muss bei denen mal hoffen, dass sie nicht auf Cat losgehen. Und natürlich direkt zu Kampfbeginn stürzen sich alle wieder auf das Mädel. Das war klar. Aber wenigstens scheint das ein Einzelfall zu bleiben. Weil der gute Baba, hätte ich gerade fast gesagt, der kann das ganz gut wegstecken, unser Paulchen. So. Ja, aber die lohnen sich wenigstens. Also, ja, geht halt auch nur ein bisschen zulasten meiner Heil. Ressourcen, von denen ich gar nicht mehr so viele habe. Ich hätte eigentlich mich vorher nochmal mit ein paar mehr Herbs eindecken können. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Warte mal, ich überlege gerade. Nehme ich jetzt eher meine Spells? Er hat relativ viele davon. Thunder Arrow, haben wir das gelernt gemeinsam oder war das offscreen der Fall? Das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall kann er das und ich habe es noch nie eingesetzt. Das wäre vielleicht ein Versuch wert, wenn das nächste Mal dieser Gegner vor uns auftaucht. Warte mal, Time Warp kostet nichts. Dann wird er jetzt einfach mal die Heilung übernehmen, habe ich kurzerhand beschlossen. Damit wir gegebenenfalls, wenn wir nochmal die gleiche Konstellation haben, den Thunder ausprobieren können. Ich glaube, die waren relativ einfach, oder? Ich glaube, für die brauche ich keinen Blitz. Das bleibt jetzt der Prestige-Zauber für die Kandidaten, die wir da vorher hatten. Deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Wobei, die hier vertragen auch eine ganze Menge. Okay, ich glaube, die haben sich soeben auch legitimiert für Thunder-Einsätze beim nächsten Mal. Glückwunsch, meine liebe Cat. Ich hoffe, du bleibst auch weiterhin bei uns. Sie ist ja so ein bisschen Holterdiepolter, hat sie sich uns angeschlossen. Die ist so ein bisschen unberechenbar, die Gute, finde ich. So, warte, jetzt kommt der große Moment. Also, Baba haut einmal so rauf. Rand wird jetzt Thunder einmal erproben. Je nachdem, wie viel Schaden das macht, verteile ich mal die Angriffe, die physischen. In der Hoffnung, dass wir beide ein bisschen anditschen können und dann Thunder den großen Endschlag hier versetzt einmal. Ja. Ja. Ich dachte, würde ein bisschen mehr austeilen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das in Teil 1 war mit Elementarempfindlichkeiten und Resistenzen und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, oder? Ich glaube, es gab einige Gegner, die gegen bestimmte Elemente empfindlicher waren als gegen andere. Ich weiß es irgendwie nicht mehr so genau und das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber wir werden hier Möglichkeiten finden, das noch zu erproben. Davon bin ich erzeugt. Davon bin ich überzeugt. Alles andere hätte gerade wenig Sinn ergeben. So, ich probiere jetzt trotzdem hier nochmal Thunder, wo wir gerade beim Thema sind. Vielleicht kommt er hier... Wow, ein bisschen mehr bei rum. Sehr schön. Oh, da kriegst du aber direkt auch gleich die Quittung dafür. Hilfreich wäre halt auch, wenn wir irgendwann mal Gruppenheilung lernen. Könnt mir aber vorstellen, dass das vielleicht nicht mehr so lange dauert. Aua. Was hat euch der arme Paul denn getan, dass ihr so auf den abgeht? Ja, aber Thunder ist eine gute Option, vor allen Dingen bei denen hier, weil der gute Rand hier verhältnismäßig wenig Damage austeilt und ja, mal gucken. Ja, mal gucken, was sie noch so lernen. Ich bin überrascht, dass er jetzt auch vor allen Dingen auch der Erste ist, der hier wirklich einen Angriffszauber auch gelernt hat. Das hätte ich, wie gesagt, da bin ich noch sehr in den alten Rollenbildern von anderen Spielen gefangen. Aber ich hätte vermutet, dass Cat diejenige ist, die hier die Angriffszauber bringt als Erstes. Aber das ist völlig okay, so wie es ist.
Ich weiß gerade nicht mal, ob Rand den höchsten Magic-Wert hat. Ich guck mal gleich nochmal in die Stats rein. Weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Aber es wäre irgendwo naheliegend. Ich glaube, Ryu wird so ein bisschen der Allrounder sein, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob seine Drachenverwandlung im ersten Teil eher auf dem Magiewert basierten, also mit Blick auf den Schaden, den er ausgeteilt hat, oder ob das eher physische Angriffe waren. So, Baba hat Wisdom 32. Kann ich hier mit Schultertasten oder so einmal rüber? Nö. 32, 34. Guck mal, Rand ist tatsächlich ein bisschen besser. Und sie hinkt da komplett hinterher. Sie ist einfach so eine richtige Kloppy-Angriffssau. Kann man mal machen. Braucht man in jedem Team. Jedes gut sortierte Team braucht ein Kloppy. Und wenn Cat jetzt hier diese Rolle einnimmt, dann ist das doch mehr als cool. Was ist denn das da für ein Schild und warum komme ich da nicht hin? Das ist bestimmt ein Secret. Wenn wir irgendwann mal ein Schiff oder Luftschiff oder so bekommen, dann wird da ein Secret sein. Ich sag's euch, Baba hat keine AP mehr. Wie ich mich voll an den Namen schon gewöhnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Eigentlich eher nicht. Ich will eigentlich bei Paul bleiben, wenn ich ehrlich bin. So, und schon wieder Special. Perfekt. Gerade bei den Gegnern brauche ich die Critical Hits sehr. Und er hat gedodged. Das könnte eine optimale, perfekte Runde werden. Einmal nochmal Auto. Einmal nochmal mit dem Auto drüberfahren über den Gegner und dann war's das. Und Rand hat auch ein Level Up. Nice Stein. So, jetzt wird's dunkel und gefährlich. Hier sind wir übrigens noch nie gewesen. Das ist komplett neues Terrain. Oh nee, da ist schon wieder so ein Zirkuszelt. Ich mag die Dinger nicht. Was ist denn hier los? Ich dachte, hier geht's nach Windia. Gateguard. From here it is Windia. You can pass here. What? Okay. Das ist nicht so geil. Ich habe aber, mir fällt gerade ein, es gab kurz vor der anderen Stadt, wo ich heute gestartet habe, da beim Kolosseum, da gab es noch eine Höhle mit Banditen, wo ich nicht durchkam. Ist das vielleicht der Punkt, wo ich weiter muss? Also wenn das nicht funktioniert, dann habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, wo mein nächstes Ziel ist. So, Rand hatte gerade eben ein Level-Up. Das heißt, jetzt bekommst du leider kein Crit mehr hin. Das heißt, wenn ich Pech habe, wird jetzt, wenn beide Gegner zum runden Ende noch am Leben sein. Uncool. Uncool, aber nicht melodramatisch. Ja, ich bin dann ansonsten out of options, wenn die Höhle mich nicht weiterbringt. Oder ich klammer mich dann an so Sachen wie... Ich versuche nochmal mit Baba zu sprechen, mit anderen Charakteren oder so, aber das klingt mir gerade auch wenig aussichtsreich. Oh, ich wollte eigentlich, also ich hatte zumindest gehofft, nicht so schnell in den Bereich zu kommen. Warte mal, wo ich komplett lost bin, was den richtigen Weg angeht. Warte, eine Sache will ich jetzt hier nochmal kurz probieren. Ich kann vermutlich nicht hier die Axt jetzt aussehen und die zeigen oder so, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Weil eigentlich gehen die Leute ja immer noch davon aus, dass wir Baba der Sieger aus dem letzten Kolosseumskampf sind, aber das scheint hier nicht zu beeindrucken. Warte mal, habe ich irgendwelche anderen Items? Hier war nur das drin. Ah, das andere würde wenig Sinn ergeben. Okay, warte mal, dann lass mich mal probieren hier. Mit den anderen einmal zu sprechen. Keine Ahnung, vielleicht ist da ja jemand dabei, bei dem er anders reagiert. Aber das ist nicht der Fall. Okay. Dann kommen hier eigentlich auch Gegner? Vermutlich nicht. Wow. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also wenn jetzt diese Banditenhöhle die Lösung ist, dann nehme ich alles wieder zurück, dann ist alles cool, weil dann ist es nicht allzu kompliziert. Aber wenn das Spiel was ganz anderes von mir gerade will, dann weiß ich nicht, dann finde ich das schwierig. So, ich muss jetzt auch ein bisschen wegen meinen Heilmitteln gucken. Ich werde trotzdem Thunder einsetzen. Frei nach dem Motto Angriff, beste Verteidigung und so. Ja, Cat legt ja auf jeden Fall heute sehr gut vor. Paul zieht nach. Wenn das mal nicht geiles Teamwork war, dann weiß ich auch nicht. Perfekt gelöst, würde ich mal sagen. Nur langsam gehen die AP eben zur Neige.
Es wäre halt mega nett, wenn ich auch mal irgendwie einen Teleport-Zauber oder sowas lernen könnte. Denn so langsam, so ganz langsam ist der Bedarf auch da. Habt ihr gerade auch rechts im Bild irgendwie so einen grisseligen Staub oder Wolke oder so gesehen? Da, achso, nee, das war tatsächlich eine Wolke. Ich sehe schon wieder komische Dinge. Ich weiß auch, wie ich mich beim letzten Mal blamiert habe wegen der Wasserstelle. Oh, ich habe da gerade irgendwas Blaues gesehen. Und dann geht's weiter und dann war das noch so ein Wasserendzipfel oder so. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ah, shit, den hätte er eher auf den anderen loslassen sollen, den Critical Hit. Jetzt werden wir vermutlich Schaden fressen. Nee, werden wir nicht. Warum sind die denn gerade gar nicht zum Einsatz gekommen? Weil ich wahrscheinlich einen Kampfvorteil hatte, ne? Da kam diese Einblendung da oben links. Okay, sehr merkwürdig das alles. Aber das Gute ist, wir werden heute noch Antworten kriegen. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wo die Höhle war, aber Übernachtung muss auf jeden Fall vorher noch drin sein. Unser Geldbeutel freut sich. Die Wirtschaft in Vinya freut sich auch. Weil sie das eigentlich gar nicht verdient haben. Wenn man bedenkt, dass die uns jetzt hier einfach nicht durchlassen wollen. Die haben nicht mal unsere Identitäten gecheckt. Wir haben einfach den Zugang versperrt bekommen. Oder die wollen gerade, weil sie davon ausgehen, dass wir Baba sind, uns nicht durchlassen. Vielleicht hätte ich einfach tagsüber dahin gehen sollen. Wenn das die Lösung ist, dann bin ich ja den ganzen Weg umsonst wieder zurückgelaufen. Habe ich ja tatsächlich gar nicht dran gedacht, ne? Aber warum sollten die uns nachts den Zugang verwehren? Aber das, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, weil diese komische Höhle, die wollte ich mir sowieso nochmal angucken. Ich habe die eigentlich gedanklich so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich mir gesagt habe, irgendwann, wenn ich hoffentlich ein bisschen mobiler sein werde in Form eines Schiffes oder keine Ahnung was, dann kehre ich da nochmal zurück. Guck mal, da ist auch eine Höhle hier an der Brücke. Die habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen, aber die meinte ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen nach Westen noch bewege, ich glaube, da irgendwo war sie. Ich könnte jetzt auch Smoke einsetzen, ich weiß, aber warum? Ey, das sind 100 Tacken, ne? Das sind schon ein paar Kämpfe, die man nach wie vor bestreiten muss. Es ist eigentlich nicht wert. Man muss einfach nur geduldig sein. Vielleicht lerne ich das bei Breath of Fire. Das könnte ein gutes Spiel sein, um mich in meinem Temperament ein bisschen umzuerziehen. Weil bei Breath of Fire 2 wusste ich, dass das auf mich zukommen könnte. Also hohe Encounter-Rate und eher viele Kämpfe und so ein bisschen verplant sein, wo es als nächstes hingeht. This is the Joker's Hideout. They're the baddest gang around. Wow. Ich komme hier also nicht weiter. Okay. Wir haben ein Problem. Nein, ich wollte eigentlich einmal... Ich habe auch Schultertaste gedrückt. Also ich bin gerade bei Cat gewesen, alles klar. Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Warte mal kurz. So, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich musste gerade ans Telefon gehen und telefonieren und bin jetzt in dem Zusammenhang ein paar Schritte gelaufen und hab doch noch mal kehrt gemacht. Dadurch, dass mir die Optionen ausgehen, würde ich jetzt... Ich habe im Grunde genommen vier Orte. Ich habe die Höhle, ich habe den Wald, ich habe die Stadt und ich habe den nicht zugänglichen Bereich Richtung Vindia. Ich müsste jetzt eigentlich mal probieren, und die Möglichkeit lässt mir das Spiel ja, hier einmal Time Warp einzusetzen. Und jeweils einmal tagsüber und einmal nachts die Orte zu betreten, in der Hoffnung, dass das irgendwie zur Lösung führt. Und wenn nicht, sage ich euch ganz ehrlich, dann werde ich, bevor ich die nächste Folge starte, nachgucken, wie es weitergeht. Aber noch gebe ich nicht auf. Vielleicht kriegen wir heute noch die Lösung dafür. Ich werde jetzt einmal jetzt doch Smoke einsetzen. Weil dieses Hin- und Hergelaufe, ich würde es schön finden, wenn sich die Folge jetzt nicht nur darauf beschränken würde. Bisschen Progress wäre halt auch nicht schlecht, ne? Aber es ist auch so ätzend. Warum filtert Smoke solche Kämpfe nicht raus? Also bitte, wir sind doch 10 Level, sind wir doch schon über den. Dass Smoke die schweren Gegner nicht rausfiltert, das kennt man ja. Das kennt man auch aus anderen Spielen. Aber was soll das hier? Warum habe ich gerade 100 Euro
oder Tacken oder Gold oder was auch immer für nichts ausgegeben. Warum? Ist einfach nur frustrierend. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, weil ich bin hier zuletzt bei Dings tagsüber gewesen. Ich glaube aber am ehesten irgendwie, ich weiß nicht warum, eigentlich, dass der Zugang tagsüber nach Windia das Richtige sein könnte. Aber warum kann ich diesen, warum lege ich diesen Namen nicht ab? Vielleicht ist das, warte mal, ich muss mal ein, zwei Sachen nochmal kurz ausprobieren. Kann ich hier im Wald die Tageszeit ändern oder geht das nur draußen? Das geht nur draußen. Okay, es dämmert nämlich gerade so ein bisschen. In welcher Tageszeit befinde ich mich jetzt? Ich werde jetzt, nein, nicht Items, warte, einmal Spell. Time Warp. Wird es jetzt hell? Ja, es wird hell. Ich wollte aber einmal in den Nachtmodus. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass sich das in den Gebieten nicht ändern wird, oder? Da bleibt es dann hoffentlich so. Wenn ich jetzt nachts diesen Ort betrete, dann werde ich auch nachts ankommen. So. Hält der Smoke-Effekt jetzt noch an? Ja oder nein? Ich vergesse jedes Mal, wo ich langlaufen muss, ne? Schon das dritte Mal, dass ich hier bin und trotzdem immer wieder. Nee, aber nachts sind wir hier tatsächlich noch nicht gewesen. Würde mich sehr überraschen, wenn jetzt hier irgendwas Neues passiert, aber... Ach, es wäre... Guck mal, ich habe noch nicht mal 10 Folgen aufgenommen. Ich will nicht jetzt schon nachgucken müssen, wo ich hin muss. Ich meine aber, in der Kolosseumsstadt bin ich da zu beiden Tageszeiten schon überall gewesen? Ich habe den August, den habe ich, glaube ich, tagsüber besiegt. Das ist übrigens das Paradebeispiel dafür, warum ich in Spielen Tag-Nacht-Wechsel nicht mag. Ich finde es ja noch okay, wenn das dann optional ist, was man dann nachts hier und da mal findet. Aber wenn du dann in solche Sackgassen reingerätst, ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht gab es in der letzten Folge auch irgendeinen Hint, den ich gerade nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber ich bin, meine ich, nach diesem Kampf gegen August oder Orgis oder wie auch immer, nochmal mit allen sprechen gewesen. Ich erinnere mich noch an die Empfangsdame, die das Gleiche gebrabbelt hat. Ich habe jetzt eine mehrtägige Breath of Fire 2 Pause hinter mir, aber weiß trotzdem noch ganz gut, was zuletzt passiert ist. Und eigentlich war die Ausgangssituation eine gute. Und jetzt stehe ich wieder hier und laufe im Kreis. Also ihr könnt mir gerne, weil ich bin dazu zu allen Schandtaten bereit. Also wenn ihr sagt, dass ich in solchen Situationen, ich meine, es ist ein Blind Let's Play, eigentlich nicht so verwunderlich, dass man hier mal reingerät, aber ich habe so ein bisschen mit Blick auf Breath of Fire 1 die Befürchtung, dass das wieder so Standard werden könnte. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ich sowas auch mal mitten im Part nachschlagen soll. Weil ich habe mir jetzt so für mich gedanklich diesen Kompromiss eigentlich aufgestellt, dass ich sage, ich versuche bis zum Schluss der Folge noch eine Lösung zu finden und werde dann aber vor Start der nächsten Folge nachgucken, wenn das nicht gelungen ist. Also, es sei denn, der Trouble tritt auf kurz vor Schluss und ich habe sinngemäß 2 Minuten oder so, um mich damit auseinanderzusetzen. Dann nehme ich die Frage, wie geht's weiter, natürlich auch blind in die nächste Folge mit. Aber ich bin da bin ich tatsächlich flexibel. Das übergebe ich gerne in eure Hände. There's always someone better, I will never fight again. So, also er sagt auf jeden Fall das Gleiche, hat mir also herzlich wenig gebracht. Ich kann jetzt hier nochmal die Gunst der Stunde nutzen, um mit den anderen mit ihm zu sprechen. Aber es passiert nichts. Okay. Muss ich vielleicht mit der Axt an der Hütte irgendwas machen? Ergibt auf den ersten Blick auch wenig Sinn, ne? Aber so langsam weiß ich auch nicht mehr. Wenn die Lösung jetzt wirklich ist, dass ich tagsüber nach Windia hätte gehen sollen, dann werde ich mich vermutlich sehr, sehr ärgern. So, den Rückweg, den kürze ich jetzt nochmal ab. Uff, also die Encounter-Rate ist schon ein ganz schöner Pain in the Ass. Das ist echt krank. Ich habe das Gefühl, dass hier auf der Oberwelt das teilweise noch ein bisschen humaner ist, aber drüben im Wald, ey, kannst du keine 2, 3 Schritte gehen, ohne dass ein Kampf kommt. Was macht ihr denn hier? Ihr seid doch Anfangsgegnermaterial. Vor allen Dingen, was macht ihr hier nachts? Das ist schon ein bisschen lebensmüde, oder? Aber vielleicht auch ein Indikator dafür, dass Smoke hier nicht mehr greift. Wobei Smoke habe ich vorhin eingesetzt und dann waren das hier direkt die ersten Gegner. Also daran kann es auch nicht liegen. So, jetzt muss ich ganz, ganz dolle hoffen, dass mir
jetzt der Zugang nach Windia ermöglicht wird. Und dann ärgere ich mich natürlich trotzdem, weil ich das viel früher hätte ausprobieren können. Aber die Erleichterung würde trotzdem obsiegen. Und ich glaube, dadurch, dass wir in der Zeit noch ein bisschen Puffer heute drin haben, weil ich jetzt auch ein bisschen was rausgeschnitten habe, bin am Überlegen, ob ich dann nicht notfalls doch nachgucke. Weil das Problem ist, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Kämpfe irgendwie abstellen könnte, zumindest temporär, dann würde ich ja sagen, ey, gar kein Thema, dann gucke ich mich halt um. Aber du kommst halt ganz schwer nur von A nach B. Und das macht das ein bisschen tricky. So, Items. Nee, warte. Spell. So, du warst unsere Heilungsfee. Oh, das war dumm. Ich wollte eigentlich nur Paul heilen. Jetzt habe ich Cat auch noch mitgenommen, obwohl sie fast voll gesund war. Aber egal. Ich wette, dieses Schild da auf der rechten Seite hat den ultimativen Tipp. Wir sind einfach nur zu schlecht darin, runterzuspringen. Nee, der steht da immer noch vor verschlossenen Toren. Was ist das? Ich will nicht nachgucken. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Was jetzt? Ich wette mit euch, dass irgendwas in der Stadt gemacht werden muss. Du musst mit einer Person sprechen, die den ultimativen Hinweis gibt zu der einen oder zu der anderen Tageszeit und dann geht's weiter. Leute, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe eure Feedbacks ja jetzt dazu noch nicht bekommen. Aber ich würde gerne versuchen, das alleine zu schaffen. Ich will noch nicht nachgucken. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es auch für jemanden wie mich möglich ist, das Spiel aus eigener Energie zu schaffen. Weil das ist wie so, das ist so ein unumkehrbarer Zustand. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, ich kann nie wieder, wenn ich jetzt einmal nachschlage, behaupten, ich habe es komplett alleine gebacken gekriegt. Und es häufen sich einfach die Let's Plays auf meinem Kanal, wo ich immer wieder verzweifle an Wegfindung. Und das ist aber nur bei Retro-Spielen der Fall, ne? Oder überwiegend. Ich weiß gar nicht, ob ich auch mal ein moderneres, in Anführungsstrichen, Spiel gespielt habe, wo ich ähnliche Probleme hatte. Also, klar, dass man hier und da immer mal nicht weiß, wo es weitergeht, das ist, denke ich mal, ganz klar. Aber dass es so schlimm ist, dass ich nachgucke, das ist eher selten der Fall. Bei neueren Spielen jetzt. Das war böse. Ihr könnt ja Sachen, sag mal. Was ist denn, wenn unser Chef stirbt? Und wenn Paul hier ins Gras beißt, ist dann Game Over? Oder können die anderen den noch beleben? Ich weiß nicht mehr. Cat hat ein Level-Up bekommen. Und sie bekommt auch Fireball. Ja, nice. Als hätte sie das jetzt von dem Gegner hier gerade gelernt. Was natürlich nicht der Fall ist, weil das wahrscheinlich durchs natürliche Level-Up zustande kam. Aber egal, Freude ist trotzdem da. So, und als nächstes einer aus meinem Team, dann Gruppenheilung. Das ist mein großer Wunsch. Ich habe jetzt hier schon so viele Anlegestellen gesehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauert, bis wir unser Schiff bekommen. So, gleiches Spiel wie vorhin auch. Hier Thunder und Angriff auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht, warum der Gegner da vorhin so ein kleines Rutzelchen noch über hatte an Restenergie. Ja, irgendjemand hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage austeilen sollen. Aber kommt noch. Kommt noch. Wir leveln hier gerade unfreiwillig viel. Ja. Man muss das auch so sehen. Ich versenke jetzt hier zwar viel sinnlose Zeit durch das ganze Hin- und Hergerenne, aber wir werden dadurch natürlich in den nächsten Folgen auch ein bisschen schneller durchkommen. Weil ich A, durch das hohe Level die Gegner schneller gelegt bekomme. Und weil ich dann keine, oh, ich habe kein Geld und muss das erst zusammenfarmen, Pausen einlegen muss. Also, hoffentlich. So, jetzt bin ich gespannt. Also, das Mysterium, das müssen wir jetzt heute noch aufdröseln. Ich werde, okay, das ist der Deal, den ich heute anbiete, ja. Weil das heute irgendwie sehr unproduktiv alles war. Wir werden heute nicht dumm aus diesem Part rausgehen. Ich meine, wer das Spiel kennt, der wird vermutlich wissen, was hier gerade richtig ist. Wer aber genauso lost ist wie ich gerade, der wird die Antwort heute noch kriegen, was man denn hätte tun müssen. Aber noch gucke ich nicht nach. Noch werde ich versuchen, einmal das Ganze hier bei Nacht auszukundschaften und vor allen Dingen dann im Kolosseum auch mal vorbeizuschauen. Es wäre jetzt natürlich richtig dumm,
wenn ich in der letzten Folge auch alles nachts abgewickelt hätte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten den Tagmodus an. So, mein Freund. This fight is a fixed show. Ach, wir kommen hier gar nicht mehr in den Nachtmodus. Ist das jetzt gut oder schlecht? Warte, mit dir will ich auch nochmal. Kommen Sie bitte einmal her. Bitte. Warum kann ich Sie nicht rufen? Warum gibt es hier kein Glöckchen? Ich will auch nur nett Austausch betreiben. Ey, wie arschig wäre das? Stellt euch mal vor, das Gespräch mit diesem Typen wäre jetzt ja entscheidend, um irgendwie weiterzukommen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das ist auch gut, hier ist Makotti oder wie der heißt, ne? Ah, excuse me, do you need to use the bathroom? Don't mind me, go right ahead. I'm a poor man, I'm living here because I have no money. Das Gespräch hatten wir an anderer Stelle schon mal und oben wartet Pooh. Ich guck mal eben kurz. Also eigentlich sind die Gesprächspartner immer relevant, die so ein... Hier stand doch mal eine Ärztin, oder? Verwechsel ich das mit einer anderen Stadt? Die Ärztin, die ihre Dienste für die Kirche irgendwie zur Verfügung stellt. Vielleicht muss ich auch noch mal ins Startgebiet zurück. Gibt das irgendwie Sinn? Weil ich jetzt Verstärkung mit drin habe? Könnte sein. Ich werde jetzt einfach mal alle möglichen Gedanken und Optionen aussprechen. Einfach damit ich später sagen kann, ha, ich habe die Lösung und eigentlich habe ich auch schon in die richtige Richtung gedacht und dann, weiß ich nicht, kam mir irgendwas in die Quere. The fight is a show, the fight is gathered in Colosseum and fight, understand now. Ja, alles wie immer. So, ich gehe jetzt vor die Türe und switche einmal auf Nacht um und hoffe, dass es irgendwas bringt. Vielleicht geht es auch in der Kirche weiter. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Send help, please. So, Time Warp. Weil ich konnte mir, also als ich mich heute an die Aufnahme rangesetzt habe, dachte ich mir, wir werden Windia safe nicht erreichen, bevor wir nicht unseren alten Namen wieder haben. Das waren so die Gedanken. Aber das scheint sich jetzt irgendwie nicht zu bestätigen. So, ich gehe jetzt nochmal ins Kolosseum und gucke, mit wem ich da sprechen kann. Vielleicht ist da auch irgendeine Türbegeber, die ich noch nicht begangen habe. Guck mal, da sind auch noch Kisten, die ich nicht erreicht habe. There are no competition scheduled for today. Ja, alles bekannt. So, hier waren wir scheinbar schon drin. Oder hat jemand anderes die Tür offen gelassen? Nö. There's nothing. Da komme ich nicht rein. So, links ist die Kiste noch geschlossen. Warum? Bin ich da etwa noch nicht drin? Achso, ich komme da gar nicht rein. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Gibt es irgendwie Geheimgänge oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bitte, bitte. Es muss jetzt irgendein Indikator sein. Bitte zwing mich nicht zu gucken. Kann ich das Ding hier vielleicht verschieben? Just talking to myself, but maybe August is going too far. Das hast du schon mal angeteasert. Ich habe dir schon mal beigepflichtet, dass du den Gedanken gerne zulassen darfst und auch Supporter dafür findest. Was ist hier los? Warum kann man in diese Ecke? Was bringt mir das? Gar nichts. Ich habe es in alle Richtungen gedrückt. Wenn da eine Kiste gewesen wäre, ich hätte sie geplündert, aber war nicht. No competition scheduled for today. Weiß ich. Hier, Blümchen absuchen? Auch nichts. Was geht hier ab? Gar nichts. Leere Räume. So habe ich das auch in Erinnerung. Ich bin davon ausgegangen, dass wir das hier erledigt haben. Es wird auf mein absolutes Upturn-Szenario hinauslaufen. Ich werde jetzt gleich gucken. Und ich werde mich grün und blau ärgern. Es wird wahrscheinlich sowas Dummes sein. Es wird sowas Dummes sein. Ja. Bevor ich heute die Lösung lüfte, ja, könnt ihr mir gerne mal mitteilen, wie oder was ihr, also vor allen Dingen an diejenigen adressiert, die das Spiel auch nicht kennen. Was habe ich übersehen? Wo hättet ihr jetzt die Lösung vermutet? Was läuft hier falsch? Vielleicht doch tagsüber? Okay, warte, wir nehmen noch mal kurz die Kirche mit. Dann gucke ich gleich noch mal tagsüber Kolosseum, werde ich gleich auch abkürzen. Aber das sind dann die letzten Strohhalme. Welcome to the... Ach, mit dem brauche ich gar nicht reden. Der bringt mich ja immer nur in dieses Menü hier rein. Oder bist du vielleicht jemand, der mir einen Hint gibt, wo es weitergeht? How can we help you? Consult. Do you have some concerns? Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. I will listen on behalf of St. Eva. What is your concern? Journey. Bitte.
Your journey will continue for a while and many people will be involved. Listen to what others say and believe in your own strength. Blah, blah. The right road will open up for you. Ja, wo, wann, wie? Wie oft muss ich noch schlafen? You must not forget to equip yourself with weapons and armor. Ja, danke. Wow, super. Danke für die verschwendete Lebenszeit. Das hat jetzt so genau 0,0,000% gebracht. Ah, nee, hier war die. Ich habe das verwechselt. Hier war die angehende Ärztin, Doktorin. I may not look like one, but I'm a doctor. The church is letting me stay for now, but I'd like to have my own doctor's office someday. Ich weiß auch nicht. So, ich bin jetzt nochmal tagsüber hier. Aber bisher ist nichts anders. Die Musik ist anders im Hintergrund, aber die Wachen sagen das Gleiche. Hier ist nach wie vor kein Gesprächspartner. Ich gucke jetzt nochmal in die Räume links. Und dann werde ich mich ergeben müssen. Dann, ja, geht das mit der Schmach wieder los. Und bei welcher Folge sind wir heute? In Folge 7. Glückwunsch. Ich weiß nicht, wann ich bei Teil 1 das erste Mal nachgucken musste. Ich könnte jetzt natürlich, aber das würde dann auch schon wieder einen halben Part fressen. Ich könnte natürlich jetzt zur Anfangsstadt nochmal zurückkehren und gucken, ob da irgendwas passiert. Aber wie dumm wäre das? Dumm wäre das? Ich weiß nicht. Mich würde einfach nur interessieren, aber die Frage kriege ich mir so grob auch nicht beantwortet, ob ich hier, also eine räumliche Eingrenzung würde mir ja schon helfen. Wenn ich wüsste, wo genau ich nachgucken muss, dann wäre die Ambition größer. Aber theoretisch könnte ja überall irgendwas sein. Ich hätte eigentlich am ehesten vermutet, dass im Wald die Lösung wartet. So. Ich glaube, die anderen Orte brauche ich jetzt nicht aufsuchen. Ich bin ja eh davon ausgegangen, dass ich beim letzten Mal hier tagsüber meine Runden gedreht habe. Okay, Leute, es ist soweit. Nächster und letzter Cut für heute. Okay. 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 Ihr werdet wahrscheinlich erkennen, was das Rätsels Lösung ist, wenn ihr seht, wo ich jetzt hinlaufe. Und ja, man hätte drauf kommen können. Man hätte drauf kommen können. Ich habe jetzt tatsächlich bei all den Optionen, die ich vorher aufgezählt habe, in erster Linie an die Anfangsstadt gedacht. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja noch den ganzen Handlungsstrang um Bo herum. Und Ziel des Ganzen ist es, wenn wir nach 10.000 weiteren Kämpfen 10.000 Jahre später auch irgendwann mal ankommen, Ziel ist es, Bo jetzt wieder in seinem Versteck zu besuchen, um die Story weiter voranzubringen. Das hat man davon, wenn man nach vorne blickt. Also, Memo an mich. Ich muss öfter mal in Erwägung ziehen, auch den Rückweg anzutreten. Das wird auf jeden Fall noch lustig, wenn wir dann irgendwann mal mit einem Schiff oder dergleichen etwas mobiler sind, weil dann gibt es noch mehr Mittel und Wege. Ich glaube, das könnte noch für den ein oder anderen verzweifelten Moment hier sorgen. Aber für den Anfang bin ich jetzt erstmal zufrieden, weil ich weiß, dass da, wo ich hingehe, auch Progress auf uns wartet. Und das ist erstmal schön. Wäre halt schön, jetzt schon irgendwie eine Teleport-Option zu haben. Ne? Ich weiß, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, aber es bietet sich jetzt schon an. Eigentlich fand ich in Breath of Fire 1 die Möglichkeit, dass mit den, ich weiß nicht mehr, wie die Items hießen, aber das, was die Encounter-Rate gedrosselt hat, ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Das funktioniert hier mit Smoke vermutlich auch, wenn ich es öfter einsetzen würde. Aber es ist in Teil 2 deutlich teurer. Und das ist das Problem. Weil das ist kein Pappenstiel hier, einen Huni auf den Tisch zu legen. Zumindest nicht in der Anfangsphase. Und so langsam erreiche ich natürlich auch den Punkt, wo ich das ruhig mal ein bisschen großspuriger einsetzen könnte. Aber nee, bin ich noch nicht gewillt. Also, solange ich nicht den Punkt erreicht habe, dass wir eine neue Stadt finden, ich alles an besserem Equipment einkaufe, was ich gerne brauche, oder was ich gerne hätte und brauche, so rum, dann am Ende noch irgendwie ein Haufen Kohle übrig bleibt, solange werde ich mein Geld nicht verpulvern für haufenweise Smokes. Ich glaube, dieses Ausweichdingens, also dieses Gegner-Reduzierungs-Item, das hat in Teil 1 20 oder so gekostet. Da ist er. Oh Mann, ey. Ist das peinlich. Es tut mir so leid, Leute, dass ich so viel von unserer kostbaren Zeit heute geopfert habe. Aber es war keine Absicht. Ich wollte halt nach vorne gehen und nicht zurück. Menno. Welcome back, Paul. Who are those people?
Tja, macht euch mal bekannt miteinander. Er sieht hier immer noch aus wie Bruchbude, ne? Oh, it's been tough, hasn't it, Paul? Is Baba Paul's name? Both names are weird. Ja, kann man so sagen. Paul und Baba. Baba ist ja arabisch und steht für Vater. Und ich habe mir das immer früher gemerkt, so in relativ jungen Jahren, weil ich dachte immer, Merhaba Baba reimt sich und das hat irgendwie so eine schöne Klangfarbe und das heißt Hallo Papa, ja, also weiß ich nicht, passt noch nicht so ganz zu Paul, aber der wird vermutlich seinen alten Namen jetzt gleich wieder annehmen. Say, Paul, Red looks like he could help with the repairs, but Cat doesn't look too bright. I have a feeling if I let her repair something, she'll break it instead. Das könnte passieren. Eventuell. Baba, oh sorry, Paul. What are you whispering about? We were, talking about the repairs on this house. Repairs? That's easy. Oh, lass sie da nicht ran. Brauch sie auch im Kampf vor allen Dingen. Oh, no. Rand and I can handle the repairs. Cat, would you go with Paul to find the female thief? What? Okay, I can do that. Well, then let's go, Paul. We'll go now to find that female thief. You can depend on us. We find her. Wie sind wir jetzt nur zu zweit unterwegs? Nur zu zweit ist aber nichts gut. Ich wollte gerne in der Dreiergruppe bleiben. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mit allen nochmal schnacken. A woman with wings. I've heard of a woman with wings in middle school of hometown. Also heißt wahrscheinlich middle school. Ja, na das wird die gute Nina sein, ne? Nina hatten wir ja in Teil 1 relativ früh schon im Team. Hier wird es vermutlich auf sich warten lassen. Ich habe ja von euch gelernt, von euch alten Breath of Fire Veteranen, dass Ryu und Nina immer die beiden Charaktere sind, die fix in jedem Teil verankert sind. I have help now, so I can make a room for Paul as well. Eventually, if we make a town, we'll name it Nero Town. Ja. Okay, ich lache dann morgen, okay? Hab heute nicht so viel Lachgas über. Aber ich hätte mir einen anderen Namen ausgedacht. Aber mach du mal, das ist nicht unser Concern. I guess we'll have to find a way to check hometown. Heißt das, ich muss jetzt zurück? Ich habe eigentlich gerade gar keinen anderen Hint. Weil wenn es heißt Female Thief suchen, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich hin soll. Außer vielleicht nochmal in die Räuberhöhle. Das wäre eine Möglichkeit. Oder in die Hometown und Bows Hinweis einfach folgen. Ich würde sagen, wir starten mit der Hometown. Weil wenn ich jetzt zur Höhle gehe und dann in der nächsten Folge beschließe, dann doch nochmal zur Hometown zu gehen, dann ist das, glaube ich, ein immenser Umweg. Also, er wäre nicht so immens, wenn wir keine Random Encounter hätten. Muss man ja dazu sagen. Hier, aber guck mal, hier ist das relativ überschaubar. Hier ist das eigentlich ganz human, muss man sagen. Aber heißt das jetzt, dass Rand dann gar nicht mehr zurückkommt? Bin mir nicht mehr sicher. Weil ich finde, der war auffallend schwach. Ich dachte, als der ins Team reinkam, das könnte so ein Ox 2.0 werden. Aber das hat sich dann relativ schnell erledigt. Aber sein Thunderzauber war ganz cool. Ach guck mal, es hat gar nicht so lange gedauert. Aber wir hatten auch gar nicht so viele Kämpfe hier. Wie gesagt, am schlimmsten ist der Wald. What a woman with wings? Are you talking about the girl from middle school? I don't think she's a thief, though. Wo ist denn diese Schule? Die reden alle von der Schule. Ich meine, dass das vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Oh, da hinten ist was los. Oh mein Gott, das erste Mal, dass wir da reinkommen. Und da steht auch jemand mit Flügeln, ne? Bist du Nina? Hey, what do you think you're doing? Oh, excuse me, are you hurt? Wer spricht da mit wem? Sind das drei Banditen und ein blondes Mädel? Am I hurt? Do you intend to kill me? I'm sorry, but you gentlemen are so persistent, I just... Nina, ah, guck mal, wenn man vom Teufel spricht oder vom Engel in dem Fall... Bigger, then come with us. My boss wants to see you. Oh, da hat es ja direkt spontan mal geregnet, oder was war das? Oder hat jemand, weiß nicht, vom Dach gepinkelt? Oh, you shocked me. Ach, das war ein Blitz. Das war ein Blitz. Ups, ich bin das so aus wie Wasser. Oh. If you don't leave me alone, next time I will not hold back. Naja. Darn, we'll be back.
Bist du vielleicht unser drittes Teammitglied? Aber was hat sie jetzt mit dem Thief zu tun? Wow, say this is a magic school. Ach, magic school. Ha, von wegen middle school. Aber schön, dass das auch mal aufgedröselt wird hier. Can I also learn some tricks? Das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, yes. Auch wenn ich glaube, dass das nicht geht. Aber no wäre irgendwie so. Ich will keine Barrieren bauen. Alright, let's go, Paul. Das machen wir. Ich glaube, die mag uns voll. Ich glaube, die fühlt sich wohl in unserer Nähe. Auch wenn ich sie aktuell noch ein bisschen anstrengend finde. Aber das darf sie nicht wissen. Weil ich will, dass die Moral hoch ist und dass sie weiterhin im Team bleibt. Insofern halte ich mal meinen Sappel und freue mich, dass sie dabei ist. So, oh mein Gott. Hier sind einige Gelehrte. Auf jeden Fall der hier mit seiner Mozart-Perücke. Der kann sicherlich ein... Wobei, das ist eher eine Beethoven-Friese, ne? Mozart hatte ja so eine andere Friese immer. Beware of evil spirits. Immer. Immer. Wie sich hier überall so Kerzenständer zu stehen haben, ne? Es gibt dem Ganzen irgendwie was Schönes, aber irgendwie auch was Gruseliges. Ich weiß auch nicht. You sure are rude talking to people during class. Ist das so? Ich weiß nicht. Also wir kriegen scheinbar keinen Anschluss vom Lehrer. Kann wohl nicht so schlimm sein. Lady, there's been some strange people roaming around. But it's not you guys. It is a bad group of people. Of people called the Joker Gang. Ja, wir sind zumindest im Eingangsbereich von ihrem Hideout schon gewesen. Also so ein bisschen wissen wir von denen. Aber nicht viel. Da ist noch Luft nach oben. Isn't Nina cute, but she's a little difficult to approach. Deswegen ist sie vielleicht auch so cute in deinen Augen. Manchmal liegt der Reiz auch in dem, was man nicht kriegen kann. Und unnahbare Menschen tendieren ja häufig dazu, interessant für andere zu sein. I heard some rumors that hoodlums gather at Mount Rocco in the east. Hoodlums? Aha. Was ist denn Mount Rocco? Können wir da schon hin? Ich kenne nur Mount... Wie heißt der Berg, wo wir heute auch waren? Futi oder so? Den kenne ich nur, aber da hört es dann auch schon auf. Oh, das ist aber eine große Bibliothek. Hier werden wir beim nächsten Mal vermutlich schön was zu lesen bekommen, hoffe ich. The people of Windia have white wings, but Nina has black wings. Unusual, isn't it? Ja, aber macht sie irgendwie auch interessant. Wobei Nina hatte im ersten Teil auch White Wings. Also irgendwas ist ja anders mit der Nina. Aber das finden wir vielleicht nächste Folge dann gemeinsam raus, liebe Leute. Denn ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Wir werden nächstes Mal die Regale hier durchstöbern. Mal gucken, ob wir Nina hier ausfindig machen können. Und ich hoffe, dass wir dann in Eigenregie den richtigen Weg finden werden. Und ja, Hauptstory-Progress erzielen können. Aber der erste Meilenstein ist schon gelegt. Und den Rest kriegen wir auch noch hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!